Doch aus dem schwarzen Rauch steigt der große Stern auf mit einem Geschwür am Hintern. Achso, nein, das ist Peach. Okay, sorry. Was? Ihr wollt das Finale jetzt wirklich sehen, nachdem ich euch am Anfang des letzten Parts verarscht haben soll? Aber nein! Ich meine, der letzte Part war auch interessant. Gut, zwar nur 15 Minuten lang, aber er war interessant. Okay, meine Freunde, es geht los. In diesem Part von Let's Play Super Mario Galaxy 2 kommt das, was auch im Titel steht. Das Finale. Und es geht auch schon direkt los. Gut, es ist an der Zeit für das große Finale, Steuermann. Irgendwo da drin. Dort wartet deine Prinzessin auf niemand anderen als dich. Du bist die Chosen One. Das ist wohl eine Überraschung. Das ist ein Komet. Sieht fast so aus, als ob er nicht nur Powersteine verspeist hat. Wer, der Komet? Achso, Bowser. Ah, achso. Aber weia, der Hund scheint noch mächtiger geworden zu werden zu wollen. Er probiert es jetzt mit Doppel-Mega-Botox. Halt den Unhalt und die Hackfresse vor allem. Also, ist eigentlich dasselbe, aber... Halt ja auf, bevor alles in seinem Weg dem Erdboden gleich macht und alles mit seiner hässlichen Fratze verschandelt. Also raus mit dir, zeig, was du drauf hast und gib ihm eins aufs Maul. Oh yeah. Es ist Zeit für Bowser's Galaxiengenerator. Warum rede ich so behindert? Das Finale klingt episch, als es ist, finde ich. Es ist wirklich unspektakulär, wenn ich mal das so sagen darf. Bowser's uneinnehmbare Festung. Wenn wir mal ehrlich sind, ich meine, der Hintergrund sieht episch aus, das sieht man... Auch, ich meine, schaut euch das an mit dieser Festung und allem. Das sieht schon geil aus. Ich habe nur ein ganzes Problem mit der Sache. Es ist einfach so... Naja. Der finale Kampf ist nicht wirklich das, was man erwartet. Der finale Kampf ist episch und alles. Aber er ist nicht so episch, wie man ihn vielleicht erwartet. Auch wenn der in Galaxy 1 jetzt auch nicht so mega war. Ups, da bin ich dran gekommen ans Feuer. Nein, aber das Castle an sich ist schon auch episch, nur von allem von der Finalmücke. Von der habe ich mir was ganz anderes auf. Die ist einfach nicht so wirklich das, was sie eigentlich sein sollte, und zwar episch. Die ist eigentlich ziemlich unspektakulär, muss man einfach mal so sagen. Man hat nicht so wirklich das Gefühl, dass man beim Finale ist. Ich finde sogar, sie klingt eher irgendwie gemütlich. Gut, das sieht ein bisschen gefährlich aus, wenn man mal bedenkt, dass das da unten Lava ist. Aber who cares, nicht wahr? Yay! Und da haben wir auch schon direkt den Bohrer und gehen weiter. Ja, die Passage war jetzt nicht wirklich schwer. Außer vielleicht das mit den Hammerbrüdern, aber ja auch nicht. Huch, da kommt ein Kugelwilli. Na egal, machen wir es eben jetzt. Oh, ich habe vergessen, dass man... Nicht, Dings, dass man keinen Weitsprung kann mit Bohrer. Nein, aber das hier ist schon etwas kniffliger. Ist die Zeit, die man hat, um zum nächsten Ort, wo man hin möchte, zu kommen, ganz schön knapp bemessen, finde ich. Okay, in diesem Fall jetzt weniger. Hier sollte man auch gleich auf Seiten gehen. Boah! Und ihr merkt schon, es ist doch ein bisschen knapp, letztendlich. Geht's hier weiter? Nein, hier geht's zum One-Up. Okay. Letztendlich geht es dann da drüben weiter. Let's go. And weg sind wir. And weg sind wir. Jetzt fange ich auch schon mit so einem Denglisch an. Bitte nicht. Bitte nicht. Alles nur nicht Denglisch. Blöde Frage, gibt es ja eigentlich auch eine Commitment-Münze? Doch, natürlich gibt es ja eine, aber wo eigentlich? Das ist eigentlich eine gute Frage. War die nicht sogar hier irgendwo? Nein, stimmt. Ich weiß wieder, wo sie ist. Und außerdem wird es mir hier angezeigt. Also, dass es eine gibt. Nicht, wo sie ist, aber dass es eine gibt. Okay, schön. Ich bin in einer zweidimensionalen Passage und die Standteile fallen einfach mal irgendwo hin, wo sie ihn gerade... Boah, du Scheiße! Ich will da hoch! Ja, okay. Ganz so gedacht war das dann auch wieder nicht, aber... Hey, ich bin oben. Aber natürlich gehen wir den legalen Weg. Ja, ich weiß.
Das weiß ich doch auch selbst, oh Mann. Okay, ich bin weich gelandet. Dann noch am besten ein One-Up holen. Ja, denn wenn man zwei Maxi-Pilze einsammelt, kriegt man ein One-Up. Das ist Insider-Wissen. Ich bin gut informiert. Mhm. Stirb. Ja, sorry, ich wollte einfach nicht so wirklich so lame und ich weiß, hier war zwar Lava und so, aber egal. Nein! Du solltest einen Rückwärtssalto machen, du Vollidiot. So, geschafft. Hi. Rettet diese kostbare Person. Ja, ich weiß. Ist gut jetzt. So wichtig ist Speech jetzt auch wieder nicht. Ich will nur Bowser eins aufs Maul geben. Ganz ehrlich. Und ich will meinen Kuchen. Aber wenn es geht, einen Schokokuchen. Bitte. Und bloß kein Zitronenkuchen. Nee. Sonst schicke ich Peach gleich wieder zu Bowser, wenn es ein Zitronenkuchen ist. Ich kann keinen Zitronenkuchen mehr sehen. Jetzt geht's rund mit Yoshi. Oh Gott, die Trommeln im Untergrund, weil wir Yoshi haben. Wie geil ist das denn? Hm, überhaupt nicht, ich weiß, aber trotzdem. Oh, den habe ich mies gekillt. Zu mir rangezogen und hier gibt's einfach nur ein One-Up. You're freaking serious. Okay. Schön. Das merke ich mir. Ach du Scheiße, die versinkt ja die Plattform. Holy crap. Holy crap. Oh mein Gott. Nein, was habe ich getan? Oh, habt ihr das gesehen, wie er geschrien hat? Nein, nicht aufsteigen. Töten. Töten, habe ich gesagt. Oh ja, yeah, jetzt wird's cool. Jetzt muss man hier nämlich schnell durch. Weil das Ding geht auch wieder zu. Und da muss man eben durch sein, bevor es zu Ende ist. So, den gleich mal verspeisen, bevor irgendwelchen Mist baut. Immer links lang. Links vor rechts. Halt, nein, das ging anders. Sollte vielleicht noch mal ein bisschen üben vor meinem Führerschein. Okay. Ich glaube, so ist... Hallo! Nein! Nein! Wie soll ich denn jetzt die Kometenmünze bekommen? Mit Skill! Ernsthaft, ich hab das bekommen? Lol. Oh. Egal. Scheiß drauf. Solange wir zum Ziel kommen. Ja, jetzt sollte man eigentlich Yoshi haben, aber ey, komm, das kam so plötzlich mit dem einen Viech da. Ich hab mich das so zu Tode erschrocken und dann so, ach du Scheiße. Und dann muss man eben ein bisschen improvisieren. Und dann habe ich es halt mit Skill gelöst, genau. Zwar nicht auf dem legalen Weg, aber mit Skill. Und außerdem ist da drüben eh ein neuer Maxi-Pilz und so, bei Scheiß drauf. Erstmal hier was zu deppern. Einfach nur, weil ich so einen auf Gerichtsvollzieher mache. Jo. Das sieht nicht gut aus, das kommt eh nicht durch den TÜV. Gut, schlossen wir es nicht zum TÜV, aber egal. Hauptsache kaputt machen. Genau, kaputt machen ist immer gut. Und jetzt Ruf hier. Aber flotti parotti. Und rein hier. Mit 105 Sternen. Eigentlich eine gute Bilanz. Hi. Scheinst ja ganz schön gechillt zu haben. Nö, ich war mir gerade beim Zehennägel schneiden, aber... Und du gibst ja nie auf. Einfach alle mal. Hör mir kurz zu. Ich werde mein neues galaktisches Königreich mit Peach an meiner Seite regieren. Es wird ewig halten. Also tu mir einen Gefallen und so dir eine grüne Klemmnerröhre, in der du dich für immer verkriechen kannst. Oh, voll gedisst. Entschuldigung, ich konnte dich nicht hören. Ich muss dich leider hier lassen. Mario, ich bin ziemlich beschäftigt. Hab nicht viel Zeit. Mich mit dir zu beschäftigen. Also, lass es uns jetzt schnell hinter uns bringen. Okay. Er könnte mich einfach auffressen, aber das wäre ja zu einfach. Gut, und wenn er mich auffrisst, hat er ja in Bowser's Inside Story erfahren, was dann passiert.
So, seine Super Saiyajin-Kräfte haben sich seit dem letzten Kampf verdreifacht. Und jetzt kann er auch den Hexerschlag von Ganondorf mit dem Falcon Punch kombinieren, wie man es sehen kann. Oh mein Gott. Alter. Senden die auch noch alle Schockwellen aus? Fuck. Fuck. Ich wurde getroffen. Ja, das war zu schlecht. Boah. Der Kampf läuft überhaupt nicht gut. So, jetzt kommen die Kometen. Aufpassen. Gegen den Schockwellen. Zack, buff. Und da schnell hoch, bevor er mich treffen kann. Genau. Das war gut. Aber ihr seht schon, der Kampf ist an sich nur schwieriger geworden, aber immer noch der gleiche. Noch. Nein, also es geht so weiter, aber... Das ist natürlich nicht das Ende ist. Ich glaube, das können sich alle denken, die halbwegs die Mario-Materie verstanden haben. Und das wird unangenehm für dich, Bowser. Tschüss. Nö. Aua. Winkt, hier muss ich wieder mein Magenmittel nehmen. Das klang jetzt voll dramatisch. Weißt du das eigentlich? Dafür wirst du sterben. Irgendwie ja nicht. Nicht. Shit. Ja, zünd den Planeten an. Läuft bei dir. Nein, brennt bei dir. Okay, sorry. Bams. Schön dran vorbei. Aber er hat den Panzer gestritten. Ich habe ihn erschreckt. Das muss man zugeben. Schön ausgewichen. Gut, da hat er mich eingekesselt, aber egal. So, hier drauf. Und... Bams! So. Sieht nicht gut für dich aus, mein Freund. Eigentlich mein Feind, aber... Du siehst so knuffig aus, weißt du das eigentlich? Dann nenne ich dich einfach Freund. Gut, du willst mich anzünden und Falcon punchen, aber... Es ist nie zu spät, um Freunde zu werden. Bams! Okay, vielleicht ist es doch zu spät. Nein, mein Kuschelstern. Nein! Mit wem soll ich jetzt kuscheln? Oh. Wie wär's mit einem schwarzen Loch? Das ist sehr knuffig. Wir haben es geschafft. Der sechste und letzte. Das allerletzte. Ich meine, der letzte, ja. Der letzte große Stern. Come to me! Oh, Norm! Normsen! Wie der einfach die Sterne frisst. Jetzt mal im Ernst. Friss doch gleich alle auf. Weißt du was, Mario? Die Zeit des Off-Admins ist gekommen. Die Fein. Und die Faust, das Ende ist nah. Ich mein dein Ende. Oh yeah, und jetzt ein bisschen die Melodramatik unterstützen. Erstmal schön daneben schießen, läuft. Burns. Ja, ihr seht, worauf es ankommt. Man muss ihn halt sozusagen mit den Kometen treffen. Ja gut, das war schön daneben. Oh, abgeprallt, scheiße. Oh, jetzt ist er gefährlich nahe. Schnell zurückdrängen. Ich weiß gar nicht, wie man oft man ihn treffen muss. Und dann trifft er mich nicht mal. Vollidiot. Oh Mann. Bowser, du Opfer. Mann. Und am Fuß getroffen. Yo. Das meine ich mit dem Finalkampf. Meine Macht verschwunden. Mein Imperium zerstört. Mein Schokokuchen. Niemals gebacken. Ich geh heulen. Yo. Tu das. Und auf einmal blauer Himmel. Natürlich. Doch aus dem schwarzen Rauch steigt der große Stern auf mit einem Geschwür am Hintern. Achso, nein, das ist Peach. Okay, sorry.
Ach, komm her, Süßer. Ja, okay, die können wir auch noch gleich mitnehmen. Oh, danke. Ja, der schön, der scheint schön. Stell dich in mein Schlafzimmer. Yay. Let's go! Oh, nein. Okay, man kann sich hier nicht umbringen, aber... What the fuck? Hier sind einfach mal auf der Rückseite Steinteile. Und jetzt ist es endgültig. Ein für alle Mal. Das war's mit Let's Play Super Mario Galaxy 2. Nein, Spaß. Das war's noch lange nicht mit dem Let's Play. Das könnt ihr mir aber glauben. Und da wären wir zurück. Oh, schau mal. So viele Sterne. Achso, der Komet. Ja. Gut. Ja, dann kennen wir den Kometen. Wir erinnern uns. PlayStation for the win! Yo. Ich habe immer gewusst, dass wir uns wiedersehen würden. Oh, hallo Hübsche. Mama! Was? Nein! Okay, nein, doch. Ja. Ich bin Rosalina. Meine Aufgabe ist es, über den Kosmos zu wachen und ihn zu beschützen. Ich habe lange auf euch gewartet. Wie auch auf dich. Dieser riesige Unhold hat sich unserer Powersterne und Botox bemächtigt. Und er hat mich auf gemeinste Art von meinem kostbaren Baby Luma getrennt. Ich war mir jedoch sicher, dass es ihm gut ergehen würde, weil ich dir vertraut habe. Losgelöst von Raum und Zeit, von einer Geheimmacht angetrieben, bist du, mutiger Raumfahrer, durch die Weiten des Universums gereist. Ich wusste, dass du die Kraft in dir trägst. Du warst fest entschlossen, deine Prinzessin aus den Fängen des Unholds zu befreien. Es war diese Kraft deiner Entschlossenheit, die dich hierher geführt hat. Dass wir hier wohlbehalten aufeinandertreffen, ist ein wahres Wunder. Lass uns der Kraft der Sterne dafür danken. Mario, danke, dass du meinen Baby-Luma nach Hause geleitet hast. Gerne doch. Krieg ich ein Geschenk dafür? Ich werde dich niemals vergessen. Auch wenn ich eines Tages ein Stern sein werde. Werde ich dich niemals vergessen, Mario. Niemals, das werde ich nicht vergessen. Jo. Meine Mütze, ne? Die krieg ich doch... Jo. Ja, jetzt krieg ich halt doppelt so viel Schaden, aber egal. Nein, ich gebe doch gerne Geschenke, nicht wahr? Wenn die Sterne auf dich leuchten. Und sonst krieg ich sonst noch ein Geschenk. Ja, der hat schon eine ganz schöne Geschwindigkeit drauf. Wie rührend, der besondere Luma hat zurück zu der ihrem kostbare Person gefunden. Jo. Darf ich mitkommen? Ah! Nein, du hast doch mich. Aber auch du, mein Freund, ist es nicht so? Ja. Ne? Wir sind doch BBF. Oder BFF. Ach, ich kann das nicht aussprechen. Egal, alles klar, jetzt ist es höchste Zeit, zu einem Heimatplaneten zurückzukehren, der nur ein paar Kilometer weg liegt. So ein paar Milliarden, Billionen. Na, wen interessieren diese ganzen Nullen hinter dem, da schon? Keine Ahnung. Ja, auf dem Weg zurück werden wir aber noch einiges erleben. Nein, Spaß. Das war's. Zumindest mit der Hauptstory. Das Spiel ist noch lange nicht vorbei, das könnt ihr mir glauben. Ich finde, Galaxy 2 hat einen guten, einen richtig guten sogar, aber auch einen verdammt langen Anhang nach dem Finale. Aber die meisten kennen den wahrscheinlich eh schon. Denn die haben zunächst einmal schon mal noch gar nicht alle 120 Sterne. Und vor allem noch viel wichtiger, ich denke, das kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Es ist bei 120 Sternen in diesem Spiel noch lange nicht vorbei. Aber nun erst einmal die Credits und dazu auch irgendwo schon meine Meinung, würde ich mal sagen.
Ich würde einfach mal sagen, ich meine, wir müssen das Finale eh zweimal zocken, aber das werdet ihr dann eh nicht sehen, das werde ich eh rauscutten. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen wieder mal mit der Grafik an, die jetzt nicht groß wie anders ist. Währenddessen spiele ich im Hintergrund mit Mario auf den verschiedensten Sachen herum. Ich glaube, hier kann man gar nicht sterben, oder? Kann man sterben? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, irgendwie war es sogar möglich, in den Credits zu sterben, aber ich weiß nicht wie. Das war so lustig. Aber egal. Ja, die Grafik ist halt nicht anders als in Galaxy 1, muss man sagen. Aber halt irgendwie auch wieder knuffiger. Ich meine, wenn man sich hier diesen blauen Himmel anschaut und alles, ist es schon ein bisschen so, ja, eigentlich schon ein bisschen knuffiger und bunter als in Galaxy 1, weil in Galaxy 1 finde ich einfach, war es wirklich noch so, dass es schon ein bisschen so tiefer war und so atmosphärischer. Und hier ist es halt eher knuffiger und bunter, aber trotzdem mag ich die Grafik eigentlich in dem Spiel richtig. Und auch der Soundtrack ist da nicht mehr von einem Orchester eingespielt, aber trotzdem hat Galaxy 2 viele, viele geile Tracks, die mir gefallen. Ein paar sind ja, glaube ich, dann doch vom Orchester eingespielt, ich bin mir nicht sicher. Und Yoshi nehme ich auf jeden Fall mit. Ist nicht so cool, dass man ihn hier in den Credits mitnehmen kann. Aber vom Galaxiendesign gefällt mir Galaxy 2 dann deutlich besser als Galaxy 1, muss ich auch mal sagen. Ich finde, es hat viel mehr Spielspaß. Es hat zwar nicht so viele Missionen pro Galaxie, aber es steigert einfach immens den Abwechslungswert. Ich meine, du hast zwar pro Galaxie jetzt nur noch 2-3 Missionen, aber dann kommt direkt wieder was anderes. Und es war halt einfach so, ich meine, ich mag auch die anderen Spiele, Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Galaxy 1. Aber in Galaxy 2 ist einfach diese Abwechslung so immens. Hier ist Bowser. Einfach mal ein bisschen so auf ihn mal rumtrampeln. Oh ja, er freut sich. Oh, ist er nicht süß. Einfach mal abschlecken. Ja, ist so süß. No. Und das ist einfach das, was mich sagen lässt, dass Galaxy 2 einfach deutlich besser ist als Galaxy 1. Also zumindest, dass das eigentlich den Unterschied ausmacht. Ich mag zwar auch Galaxy 1 sehr stark, aber vom Spielspaß her ist Galaxy 2 definitiv mein Favorit und unter den 3D-Mars immer noch bei mir ganz oben angesiedelt. Und es macht einfach immer wieder Spaß, hier durch die Galaxien zu reisen, mit der ganzen Abwechslung und so. Es wird meiner Meinung nach wirklich an keiner Stelle langweilig. Es fühlt sich nie wirklich gestreckt an. Und ich vergebe einfach mal eine Punktzahl und würde sagen, dass ich dem Spiel zu Recht satte, was gebe ich denn da? 96%. Ja. Weil von den 3D Marios ist es einfach mein Lieblings-3D Mario. Auch wenn 3D World auch richtig gut war, aber 3D World kommt ziemlich dicht dahinter. Ein Weltentor zur legendären Welt S hat sich geöffnet. Die Nachricht wurde an die Wii-Pinwand geheftet. Mein Spiel wurde gespeichert. Yo. So, dann war's das eigentlich auch schon mit diesem Part, glaube ich. Jo, so sieht's aus. Und dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn wir dann durchstarten mit der legendären Welt S. Bis dann und ciao hier bei Let's Play Super Mario Galaxy 2. Bis dann und ciao.